Das Meisterschaftsspiel zwischen dem SK Bischofshofen 1C und der Spielgemeinschaft und noch Niederlehen begann mit einem Schuss und Tor 0:1. Serkan Sözen brachte die Gastgeber, die übrigens am Tabellenende anstehen, in Führung. Doch der Ausgleich fiel ebenfalls aus einem Elfmeter. Markus Vogelwalter dann zieht ab, Schuss und Tor zum Ausgleich, keine Chance für alle Brocke im Tor der Gastgeber, da irgendetwas zu machen. Das Spiel blieb also spannend. Wir befinden uns kurz vor der Halbzeitpause. Danke. Gibt für mich den Ball etwas zu früh abfallen, den wieder Pass. Schuss und Tor zum 2:1. Serkan Sözen war zum zweiten Mal an diesem Nachmittag erfolgreich und ließ Pascal Kliemann keine Chance. Dann die zweite Halbzeit. Die Gäste aus dem Minsker bleiben zunächst am Ball. Aber das bringt auch nichts ein. 2:1, wie gesagt, das Spiel. Wieder ein schöner Pass, aber auch dieses Mal geht der Ball sehr, sehr weit am Tor von Pascal Kliemann vorbei. Doch der Ausgleich sollte noch kommen. Zunächst noch ein Fehlpass. Läuft sehr weit nach vorne. Akenbogel kommt heraus, Schuss und da ist der Ausgleich. Damas Pioka vollendete und ja, so hat man natürlich als Goalie keine Chance, vollkommen richtig reagiert, aber der Endstand dieser Begegnung lautete 2:2.